Ah, und wir werden tatsächlich gerufen. Okay, das heißt, ab nächster Folge wird es eine Koop, einfach eine Koop-Folge sein. Also ab jetzt. Ah, das war falsch. Ich wollte eigentlich winken. So. Gut. Und ja, das hier ist ein NPC, die Menschenjägerin. Die habe ich allerdings in meinem Durchgang weggelassen. Und hallo, alter Eisenkönig. Ja, das ist schon mal gefährlich. Sie verballert jetzt erst einmal... Genau, Zauber. Während meine Steuerung nicht reagiert. Ah, und ich fasse die Lava-Rolle. So, da kommt wieder Feuer. Ach stimmt ja, ich habe ja die Steuerung ein bisschen umgestellt, deswegen reagiert sie nicht. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass ich hier in Dark Souls 2 auch mit Rechtsklick arbeiten muss. Nicht mehr mit Doppelklick. So. Da brennt er wieder. Und die Jägerin wurde besiegt. Solange nicht mein Koop-Partner jetzt besiegt wird. Was habe ich gesagt? Mist. Ja. Aber gut, wir wissen, dass es klappt. Wenn wir Glück haben, beschwört sie uns gleich nochmal. Ich werde allerdings die Waffe wechseln hier an dieser Stelle. Der Blitzspeer ist nämlich jedoch etwas stärker. Als der normale Speer. Und ja, das hier sollte ich definitiv nicht mehr bei Truhen machen. Da sollte ich es lieber so mit der Glocke versuchen. Weil das zerbäscht die Truhe einfach. Darüber bin ich übrigens in Dark Souls 3 auch wieder froh, dass es keine zerstörbaren Truhen mehr gibt. Das war nämlich die Gemeinheit schlechthin. So, wie gesagt, für diejenigen, die es langweilig finden, die können diese Folge dann auslassen, sobald die nächste gekommen ist. Ich kann ja leider immer nur eine Folge am Tag raushauen. Jo, und wir werden in eine andere Welt gerufen. Für diejenigen, die sich ein bisschen fürs Koop interessieren, ihr könnt ruhig zugucken, wie ich mich so anstelle. Ja, und wir werden wieder von ihr gerufen. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir mal Freude und los geht's. Let's get serious. So. Zwingen wir ihn gleich mal zum Nahkampf. Oh. Ja, das ist gut. Wenn er mit seinen Fäusten irgendwo einschlägt. Das ist weniger schön. Und sie ist schon wieder gestorben. Kein Problem. Dann können wir uns halt noch ein drittes Mal hier einschreiben. Und warten, dass sie wiederkommt.
Ich habe Zeit. Wie gesagt, wenn die Viertelstunde um ist, machen wir was anderes. Dann machen wir im Gatter weiter. Ich würde aber schon gerne beim alten Eisenkönig ein paar Mal durchheizen. Weil eigentlich ist er nicht schwer. Der alte Eisenkönig ist von den vier großen Bossen. Wir haben ja jetzt schon die verlorene Sünderin besiegt und jetzt den alten Eisenkönig. Gehört er zu einem der einfacheren. Das einzig Gefährliche wirklich an ihm ist die kleine Kampfarena. In die Lava fallen ist nämlich nicht schön. Wir sehen eigentlich unsere Ausrüstungsgegenstände aus. Sind alle auf plus 5? Oh, nett. Wir haben gerade mal eine Titanitscherbe. Um sie auf plus 6 zu bringen, bräuchten wir 8 insgesamt, also noch 7. Das wäre übrigens was, was ich mit den Seen dann anfangen könnte, die wir uns hier zusammenfarmen. Also entweder hat Lilly jetzt keine Lust mehr. Oder Lili, wie sie ja hieß, mit nur einem L. Oder sie meinte, ich habe keine Lust mehr. Und ja, ich roll hier aus Langeweile ein bisschen rum. Und übe ein bisschen mit meinem Speeren. Das müsste übrigens gut als Shieldbreaker gehen. Ja, scheinbar hat sie wirklich gerade keine Lust mehr auf mich. Oder sie hat es aufgegeben nach 2 Toten. Hilfe. Nachricht lesen. Hilfe, ja. Blutfleck berühren. Da war einer sehr verzweifelt. Die Blutflecken hier kennen wir ja alle. Ja. Tod, Lava gefallen. Was ist mit dir? Lava gefallen, tot. Sehr schön. Also ja, hier war ein Blutfleck, oder? Was hast du denn hingekriegt? Sag bloß, du hast dich von dem Eisensoldaten von da oben töten. Oder wurdest du invasiert? Okay, das kann auch möglich sein. Und nee, scheinbar will mich gerade keiner mehr beschwören. Ich bin mal etwas penetranter. So. Und setz mein Rufsymbol weiter vorne. Vielleicht bemerkt es da jemand. Und ich sollte wirklich bei dem Kampf die Waffe zweihändig nehmen. So mache ich nämlich mehr Schaden. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm. Wie wär's mit dir hier?
Komm, beschwör mich. Ich weiß halt leider nie wirklich, ob die Phantome, die man hier so sieht, also die Gespenster, ob die aktuell sind, also wirklich da gerade langlaufen, oder ob das einfach nur eine Verzögerung ist, dass vor kurzem der Typ hier langgelaufen ist. Aber ja, scheinbar braucht mich keiner. Das ist doof. Also ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte vielleicht das Koop vor den Glockenturm und vor dem Heiligengrab machen sollen. Und nicht erst jetzt. Weil mein Sehengedächtnis ist ja schon recht hoch. Da. 715.000. Wir kommen langsam auf die 1 Million zu. Ich denke mal mit, was weiß ich, 600.000 wäre es einfacher gewesen, beschworen zu werden. Wobei, wir wurden ja schon zweimal beschworen. Nur leider von einem jemanden, der nicht ziemlich gut ist, darin den Eisenkönig zu besiegen. Ja. Da. Kommt schon. Der sah so aus, als ob er auf meinem Rufsymbol stehen würde und mich gleich beschwören würde, aber ist wahrscheinlich leider nicht der Fall. Ja, noch 2 Minuten. Da ist meine Viertelstunde Koop-Zeit um. Gott, geht die Zeit schnell rum. Wenn man hier nur hin und her läuft und nichts macht und nur redet. Ich finde es irgendwie schade gerade. Ja, Gatter. Welche Waffe ist im Gatter eigentlich am besten? Eigentlich Feuer. Oh, wir werden doch beschworen. Juhu. Von wem diesmal? Wieder von Lilly oder von jemand anderem? Wieder von Lilly. Und sie hat sogar noch ein zweites Phantom mit dabei. Ja. Das macht das Ganze nämlich nur noch schwieriger eigentlich. Oder auch nicht, weil Jack ist tot. Aber wir kommen auch so gut gegen ihn klar. Außer er macht Feueratem. Ja, das kannst du ruhig machen, dann kann ich dich an den Hörnern attackieren. Oder den hier. Komm, mach mal was. Na, das ist nicht gut. Verstecken. Ja, genau, mach den. Ja, die Menschenjägerin wurde besiegt. Und er ist tot.